Hallo, Andreas Mach von BaFin und Hauptsache Fußball. Heute zwei Bücher. Nicht erschrecken. Saison ist ja bald zu Ende. Dann kann man auch Videos gucken, aber man kann auch mal Bücher lesen. Zwei sehr gute Fußballbücher. Eins vom Schalker Urgestein Norbert Elgert. Er hat ein Buch geschrieben über seine Jugendarbeit. Er bildet bei Schalke Spieler aus. Er hat mit der U19 alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, und erklärt hier, wie man Fußball richtig lehrt. Teamgeist, Emotionen, Respekt vor dem Gegner. Gut geschrieben, super Insights, Grußworte von Manuel Neuer, Özil, Hövedes, Leroy Sané, Kolasinac, kann ich nur empfehlen. Das sollte man unbedingt lesen, das ist so unterhaltsam wie lehrreich. Zweites sehr gutes Buch ist Sprichst du Fußball? Fußballsprüche aus allen Herren Ländern, Asien, Afrika. Wir lernen, was ein Gurkenpass ist in Deutschen, ihr werdet es wissen, ein Gurkel in Österreich ist was anderes, es ist ein Beinschuss im Deutschen und so weiter. Dann gibt es natürlich so tolle Sprüche wie Wet Wednesday Night in Stoke. Das ist, wenn tolle Fußballer, die sehr viel von sich halten, dann bei schlechter Witterung in England dann versagen. Jetzt muss man es wahrscheinlich dann umbenennen in Stormy Tuesday Night in Liverpool, ne, wo Messi auf die Schnauze gefallen ist. Jede Menge guter Sprüche, kann ich nur empfehlen. Super Geschenk auch. Also, nicht nur Videos gucken, es gibt auch super Fußballbücher. Unbedingt. Super Tipp. Bis dann.